Okay, und Tane? Ich suche Thane Krios. Er Thane? soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Das wussten Sie einfach. Und das ist Ihnen einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht einer Ausgrabungsstätte. Nur, dass die Leichen frischer sind und noch stinken. Okay. Also die war auf der Transport und die war irgendwo beim... Okay, das sind genug Danke Fragen. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Wie geht es Ihnen? Wie läuft's bei Ihnen so? Jeder braucht Informationen, Shepard. Wollen Sie wissen, warum ich nicht alles stehen und liegen lasse und mit Ihnen komme? Weil ich diese Daten brauche. Es sollte um Freundschaft oder um Vertrauen gehen. Aber so funktioniert das hier auf Ilium nicht. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich in diese Terminals hacken. Falls Sie das tun, kann ich danach mit Ihnen reden. Ja, mal sehen, was ich tun muss. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich von dem... Danke, Shepard. Ja. Damit kann ich vielleicht ein... Ja, tschüss. Wir reden später, Liara. Mit Serena reden. Frachttransport. Zum Transport-Hub gehen. Und Sicherheitsknoten hacken. Okay. Liara helfen. Okay. Eins war, glaube ich, hier unten. Hier müsste doch der Transportding sein. Fracht, genau. Frachtdock. Transport. Da gehen wir jetzt mal hin. Und da müssen wir doch Thane finden. Oder Officer Dara, oder wer das war. Transport. Hier haben wir das Frachtdingens. Serena, genau. Mit der sollten wir reden. Serena? Wer will das wissen? Jemand mit Fragen. Ich heiße Shepard. Liara Tassoni sagte, Sie hätten vielleicht Informationen über Thane Krios. Tanner, machen Sie für mich weiter. Hierüber. Ja, ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Wo ist er? Vielleicht könnten Sie mir helfen, ihn zu finden. Ich kann es Ihnen sagen, aber Sie werden ihn nicht aufhalten. Als er mich kontaktierte, habe ich ihn überprüft. Er hat bisher jeden Job zu Ende gebracht. Ich war für die Sicherheit von Nassana Dantius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert. Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Okay, was für ein Widerstand? Wenn Sie dort gearbeitet haben, müssen Sie doch wissen, wie viel Widerstand ihn dort erwartet. Eclipse-Söldner, Hightech-Killer. Undiszipliniert, aber bestens ausgerüstet. Denen ist egal, wen sie töten, solange sie dafür bezahlt werden. Okay. Auf Thane wartet ein ordentliches Empfangskommando. Ich habe ihm alles gesagt, was ich wusste. Es schien ihn nicht zu beunruhigen. Okay, und Nassana? Wer ist sie? Eine reiche Spekulantin mit höchst unangenehmem Naturell. Sie hat ihre Konkurrenten und Regierungsbeamte getötet. Sie soll sogar ihre eigene Schwester umgebracht haben. Wenn jemand den Tod verdient, dann sie. So, wo ist Thane? Wir müssen ihm helfen. Sagen Sie mir einfach, wo ich Thane finde. In den Dentius Towers, Penthouse von Turm 1. Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Haben Sie Zugang? Das klingt nicht danach, als würde Nassana mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Ich kann Sie reinbringen, aber Sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Alles klar. Thane? Wissen Sie sonst noch etwas über Thane? Nicht viel. Er hat gesagt, er würde das nicht für Geld machen. Niemand hat ihn angeheuert. Ich wollte wissen, wem ich da helfe, und er sagte, er mache das aus eigenem Antrieb, um in seinem Leben das Gleichgewicht wiederherzustellen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist er verrückt. Aber wenn er Nassana umlegt, sind mir seine Gründe völlig egal. Das finden wir noch. Gibt es einen Grund für die Unterstützung? Sie bieten einfach so Ihre Hilfe an, ohne Hintergedanken? Sie werden nach Thane suchen, und Nassanas Söldner werden versuchen, sie aufzuhalten. Wenigstens lenken sie dann ihre Wachen ab.
Sie geraten unter Feuer und Thane kriegt freies Schussfeld. Ich habe ihn nicht angeheuert, Nassana umzulegen, aber ich werde nicht weinen, wenn sie bekommt, was sie verdient hat. Okay, wir sind bereit. Dann lassen Sie uns gehen. Gut. Ich habe diesen ganzen Mist so satt. Wir gehen heute Abend, sobald die Schichtarbeiter Turm 2 verlassen haben. Alles klar. Dann gehen wir mal kurz pennen. Und schon geht's los. Suchen Sie nach Möglichkeiten, mächtigen Gegnern von Umweltgegebenheiten den Rest geben zu lassen. Von Umweltgegebenheiten? Von Umweltgegebenheiten den Rest geben? Okay. So, ach. Hier sehen wir jetzt, dass Miranda loyal uns gesonnen ist, weil wir ihr geholfen haben. Ach, und da hat sie jetzt ein extra Outfit, oder was? Ach, guck einer an. Ja, das ist Lack und Leder. Ich finde aber das Weiße eigentlich besser. Ach, geben wir halt ihr mal das Schwarze, wenn wir schon wechseln können. Und wir nehmen mal Grunt mit. Und Miranda. Genau, mal gucken, wie ihr das neue Outfit so steht. So, was haben wir denn hier? Ach ja. 3 Gruppenpunkte zu verteilen. Schön, schön. Kyro-Munition können wir auch mittlerweile erlernen. Und die Brandmunition können wir auf 3 verpacken. First brauchen wir für den Betäubungsschuss Adrenalinstoß auf Rang 2. Dann machen wir den mal, oder? Machen wir Brandmunition? Ich mache Brand auf Rang 3. So, dann gucken wir mal bei Grunt. Der hat nix. Miranda hat im Prinzip auch nix. Ja, dann sind wir soweit bereit. Und ab geht's mit dem roten Space-Taxi. Die Türme sind schwer bewacht und wenn sie sich dem Penthouse nähern, werden sie auf mehr Widerstand stoßen. Was den Attentäter angeht, wollen Sie ihn aufhalten? Ich will nur dafür sorgen, dass er überlebt. Da sind sie, die Dantias Tower. Sie müssen den zweiten Turm rauf und dann über die Brücke rüber zum Penthouse. Ihre Söldner werden sie alle paar Meter angreifen. Aber es ist ihre beste Chance. Okay, folgen wir einfach rauf. Warum sparen wir uns nicht die Zeit und fliegen mit dem Shuttle rauf? Weil Söldner mit Raketen genau darauf warten. Sie kämen vielleicht bis auf halbe Höhe, bevor man sie abschießen würde. Außerdem nimmt ihr Attentäter garantiert einen anderen Weg. Unauffällig ist die bessere Lösung. Und der Turm? Noch einen letzten Hinweis zu den Türmen? Die Eclipse-Söldner haben sich mittlerweile bestimmt gut verschanzt. Sie wollen Nassana keinesfalls enttäuschen. Es gibt keine automatische Verteidigung oder Fallen. Achten Sie nur auf alles, was sich bewegt. Okay, dann bringen Sie uns mal rein. Also gut, gehen wir es an. Moment. Okay. Viel Glück, Shepard. Das kann ich brauchen. Und da lauern schon die Bösewichte. Ach, und die armen Salarianer. Nicht mit uns, haltet eure dummen Kletter zurück. Kriegen sie was aufs Brett? Bereit machen! So, der eine Kläffer wäre erledigt. Und du bist auch kein großes Problem für uns. So, genauso wenig wie dein Freund, den du da bei dir hast. Haben wir hier irgendwas schon zum Mitnehmen? Gleich am Anfang. So, sieht ja nicht so aus. Hier hat jemand etwas Muni vergessen. Einfach mal so liegen lassen. Armer Salarianer. Ui, hier geht's aber ganz schön tief ab. Da müssen wir auf jeden Fall auf der Hut sein. Wo geht's jetzt hier lang? Links oder rechts? Ach. Okay, was haben wir hier? Eine medizinische Station und ein sicheres Terminal.
Medigel nehmen wir mal mit und das sichere Terminal hacken wir mal wieder mit unseren Künsten der Kunst. Hier haben wir gleich eins. Dann Orange. Moment, das haben wir doch hier. Und noch etwas mit viel Grün, das haben wir direkt darunter. Und schon haben wir den Code-Hack beendet. Und 4800 Credits erhalten. Was liegt denn hier noch? Achso, können wir nicht aufsammeln. Also fliegt der Staub in der Luft, das ist einfach widerlich. Dann gehen wir mal weiter hier lang und vielleicht mal zwischendurch speichern. F8, zack. So, und renne, Shepard, renne, du hast keine Zeit. Ach, guck, einer an, ein salarianischer Arbeiter, der hat wohl überlebt. Hilfe! Sind Sie noch am Leben? Ich spüre meine Füße nicht. Meine Brust bringt mich um. Ach du Scheiße, das tut mir leid. Wer hat Ihnen das angetan und warum? Wir sind nur die Nachtschicht. Nasada hat sie auf uns gehetzt. Sie hat die Max geschickt, um uns zusammenzutreiben. Aber wir haben nicht gehört. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Ohne Vorwarnung? Sie haben sie einfach angegriffen? Ja, wir waren zu langsam. Es war schrecklich. Alle haben geschrien. Die Söldner sagten, es dulde keinen Aufschub. Nasana wollte uns aus dem Weg haben. Sofort. Dann. Die Hunde. Ich kann nicht atmen. Hier, das sollte die Schmerzen lindern. Nehmen Sie Medigel, halten, bis Hilfe eintrifft. Echt? Für den Typen? Wieso? Wir helfen jedem, Grunt. Lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, es geht mir besser. Finden Sie die anderen Arbeiter. Helfen Sie ihnen. Kannst du uns was über den Turm sagen? Ich muss rauf zum Penthouse. Vorschläge? Nehmen Sie den Wartungsaufzug in die oberen Etagen. Die Brücke zwischen den Türmen ist noch nicht fertig. Aber wenn Sie vorsichtig sind, achten Sie auf die Söldner. Die sind überall. Okay, und die Söldner? Wissen Sie, wie viele Söldner Nasana hat? Viele. Dutzende von ihnen haben den ganzen Tag hier patrouilliert. Je weiter sie raufgehen, desto mehr werden sie treffen. Okay, das wird nicht leicht. Und Nasana selbst? Warum sollte Nasana ihre eigenen Arbeiter töten? Für sie sind wir entbehrlich. Aber mir war nicht klar, dass sie so skrupellos ist. Meine Freunde, Kollegen, niedergemetzelt. Sie sprangen von den Vorsprüngen, um den Hunden zu entkommen. Okay, dann gehen wir jetzt mal lieber schnell. Ich tue, was ich kann. Danke. So, und du, begib dich mal schnell ins Krankenhaus, mein Freund. Und Grunt, ja, wir helfen ihm, weil er ist eine Seele und jede Seele ist ein wertvolles Leben, egal ob außerirdisch oder nicht. So, und deswegen speichern wir auch mal Flux zwischen. Ach Scheiße, es hört sich schon wieder nach Hund und Kläffer an. Wieso schieße ich eigentlich immer zuerst auf die, die am weitesten entfernt sind? So, der wäre erledigt. Nachladen. So, da ist noch irgendwo einer. So, getroffen. Da kommt noch so ein Kläffer angerannt. Na, den kriegen wir schon noch. So, das war's. Ach, schon wieder Munition alle. Ha. Miranda kümmert sich um den einen schon. Wir nehmen uns mal die vor, die da hinten sind. Na, komm schon. So, schön in die Luft gejagt. Bad. Feind am Boden. Das ist doch gut, wenn der Feind am Boden ist. Miranda, wo bist du? Ach, hier stehst du. Ach, die sieht man kaum mehr mit deinem dunklen Anzug. So. Zerbrechliche Kiste, ja, ja. Munition, juhu. Wow. Ich glaube, die hacken. Wow, shit. Halt, können wir uns hier irgendwo verstecken? Jawohl, hier. Ich erwische sie mit einem. So, den hätten wir erwischt. So, der Köter wäre kaputt. Und dann haben wir hier noch den noch. Ach, hier ist so viel los. Scheiße, da kommt jemand.
Ah, jetzt bin ich gleich tot. Scheiße.